Wie erkenne ich den richtigen Jesus? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus: Gebt acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es, und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Dem heiligen Martin erschien einmal der falsche Jesus, das heißt der Teufel, der sich als Jesus verkleidet hatte. Irgendwie schöpfte der heilige Martin Verdacht und rief: Jesus, zeig mir mal deine Wundmale. Und da verschwand der Teufel. Es gibt Menschen, die behaupten, sie haben Visionen von Jesus oder Maria. Dabei ist zu beachten, was der heilige Paulus sagte: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Woran erkennen wir also den richtigen Jesus? Einmal daran, dass er genau das gleiche Evangelium verkündet wie vor 2000 Jahren, nämlich das Evangelium der Barmherzigkeit. Überall, wo wir einem strafenden oder drohenden Jesus begegnen, der die bösen Menschen vernichten will, dürfen wir ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, der richtige Jesus kommt als Heiland und Erlöser, der uns seine Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug anbietet und bitte darüber weint, wenn Menschen sein Gnadenangebot definitiv ausschlagen. Wir kennen den richtigen Jesus als guten Hirten, der jedem Schäflein nachgeht und zur Umkehr ruft, sei es durch die Stimme der Kirche, durch das Gewissen, wenn es sein muss, auch durch Misserfolg oder Naturkatastrophen, um den Menschen doch noch aufzuwecken und so seine unsterbliche Seele für die Ewigkeit zu retten. Wir erkennen den richtigen Jesus auch daran, dass er uns den engen, schmalen Weg des Evangeliums, ja den Kreuzweg der Liebe, zum Vater in den Himmel führt und keine faulen Kompromisse mit der Welt anbietet. Wir kennen den richtigen Jesus an den Früchten des Heiligen Geistes, die er uns schenkt, der uns immer hinführt zum Frieden, zur Freude, zur Liebe und zur Einheit. Ja, und zuletzt erkennen wir den richtigen Jesus, wenn die Kirche nach genauester Prüfung die Vision für echt erklärt. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und bitte die Mutter Gottes, sie möge all dies Negative durch ihr unbeflecktes Herz in Segen und Heil für uns alle verwandeln. Und so segne, heile, stärke und schütze euch und eure Familien der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.